Hallo meine Lieben, ja, ich habe gerade den Impuls reinbekommen, für euch etwas zu machen, weil hier steht etwas ganz, ganz Wichtiges in der Liebe für euch an. Und das soll ich jetzt hier verkünden sozusagen. Und da wollen wir mal reinschauen, was denn hier in der Liebe für euch ansteht. Gucken wir mal nach. Ich mache hier einfach jetzt mal eine Neuerlegung. Das ist hier das Kartendeck der Engel und das ist von das Engelskraft Lenormand von Angelina Schulze. Na? So, und da schauen wir jetzt mal rein. Was wird denn hier in der Liebe präsent? Was ist denn das, was jetzt Wichtiges in der Liebe ansteht? Bitte mal neun Karten. Was steht jetzt Wichtiges hier in der Liebe an? Neun Karten bitte. Was steht jetzt Wichtiges in der Liebe an? Blub, da fallen sie nur so raus. So, ich muss mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine brauche ich noch. Eine brauche ich noch, was jetzt in der Liebe ansteht. Da ist sie. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Weil ich habe den Impuls hier reinbekommen, ne, das jetzt hier zu machen. Jetzt, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. So, Nummer 1. So, ich lege das gleich nochmal richtig ins Bild. So, jetzt müssen wir das hier nochmal ein bisschen ordentlich machen. So. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Nee, nicht ganz. So, das sieht doch wunderschön aus, oder? Okay, dann schauen wir mal, was denn jetzt hier in der Liebe für dich anstehen wird in der nächsten Zeit. Oh, hier geht es um deine Sehnsucht, um das Schiff in der Liebe. Vielleicht geht es hier darum, dass du vielleicht in der nächsten Zeit, dass hier ein Urlaub ansteht. Es kann aber auch sein, dass du hier in der Liebe deinen Horizont erweitern sollst. Du nimmst nämlich hier einen Kurs auf deine Sehnsüchte. Du hast vielleicht nach jemandem Sehnsucht oder hast direkt nach der Liebe Sehnsucht und möchtest jetzt hier ganz einfach, das soll ich dir aber sagen, das wird Schritt für Schritt kommen. Ne? Du sollst dich jetzt einfach von dem Fluss des Lebens tragen sollen. Also ne, von dem Fluss des Lebens sollst du dich tragen lassen, so rum. Und du sollst dir noch ein bisschen Geduld haben. Aber da diese Sache steht jetzt hier für dich an. Das ist etwas, wo man so von unten dann nach oben kommt. Ja, wo man mit dem Schiff so abtaucht und dann wieder hochkommt. Ne? Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo es dir vielleicht auch gerade nicht so toll geht, ne, wo du dir hier wirklich etwas erhoffst, wo du dir halt wirklich Ziele gesetzt hast. Vielleicht machst du hier irgendwie auch eine Pause in der Liebe oder bist wirklich irgendwie in der nächsten Zeit auf Reisen unterwegs. Wir schauen mal weiter, was hier noch kommt. Guck mal, hier kommt die Liebe. Du könntest dich hier in der nächsten Zeit verlieben. Es kann aber auch sein, dass du hier mehr in deine Selbstliebe in der nächsten Zeit kommen sollst und du sollst hier wirklich im Fluss deines Herzens sein. Ja, der Weg des liebenden Herzens. Sei hier wirklich auch Hilfsbereitschaft. Ne? Vielleicht geht es auch hier für dich um eine Herzensaufgabe, die du dir hier aneignen sollst. Und was haben wir hier noch? Ja. Empfange diese Liebe, die hier auf dich zukommt in der nächsten Zeit. Ne? Empfange diese Liebe. Wir schauen weiter. Dann haben wir hier den Reiter. Es geht auch darum, dass auch du die Zügel in die Hand nehmen sollst. Dass du mutig sein sollst und hier auch einen ersten Schritt machen sollst, wenn das jetzt wirklich nötig ist. Ja, entdecke also, komme in deinen inneren Kompass. Hier geht auch etwas vorwärts in der nächsten Zeit, aber man muss auch in die Aktivität kommen. Entweder du selber oder du könntest hier wirklich eine Begegnung haben, wo jemand auf dich zukommt. Das könnte auch eine Verabredung oder sowas sein. Ja? Und hier haben wir die Hand. Es geht darum, jetzt Verantwortung über diese Erfahrung, die du jetzt in der Liebe machst, Verantwortung zu unternehmen. Die Hand reichen, jemanden loslegen, zupacken oder auch loslassen und sich davon befreien. Aber ich bekomme hier wirklich rein, du sollst hier in dieser Sache bewusst und mit einer Leichtigkeit handeln. Also wenn hier jemand in Liebe und mit Kommunikation auf dich demnächst zukommt, bleib in der Liebe und bleib in der Leichtigkeit. Na? Genau, so. Dann sehen wir nämlich
Ja, es könnte nämlich hier auch sein, dass du hier irgendwie so ein bisschen in Zweifel oder Ängste reinkommst, ne? Und davon, das sollst du hier wirklich loslassen. Du sollst dir wirklich Ordnung schaffen in deinem Leben, aufräumen und einen Überblick dir gewähren über diese Sache, ja, die da gerade in deinem Leben ist. Also generell geht es um deine Sehnsüchte und Träume. Du hast ja hier einen Traum in der Liebe. Und ich sehe ja hier schon, dass es hier für dich darum geht, entweder, dass du auf jemanden zugehst oder dass hier auf dich jemand zukommt und du aber in einer leichten Energie bleiben sollst und jemand die Hand reichen sollst. Ja, ich habe nämlich hier auch aktuell, wie gesagt, die Mäuse, ne? Das ist hier wirklich Zweifel haben, Ängste haben und auch hier geht es nochmal um die emotionale Ebene, der Weg des emotionalen Verstehens, die Offenheit für das eigene emotionale Erleben. Schau bitte nach, was hast du Sehnsucht, was fühlst du, wo ist hier diese Anziehungskraft, die Romantik? Hör hier wirklich auf deine Intuition, auf deine Träume auch. Ne? Du hast nämlich auch hier so ein Stück weit mediale Fähigkeit. Und die kannst du für diese Liebesangelegenheit nutzen. Wir schauen jetzt, wo bringt dich diese Liebesangelegenheit hier hin? Was musst du da jetzt erfahren? Guck mal, entweder lernst du diesen Menschen über die Arbeit kennen, über ein Hobby oder über die Schule, wo auch immer du da fest verankert bist im beruflichen Sinne. Es kann aber auch sein, dass du hier die Liebe zu etwas Beruflichen findest. Die Erfüllung im Beruf. Ja, also ja, klar, die Liebe ist ja in allem. Die ist ja nicht nur bei dem Gegenüber, die ist in einem selbst, die liegt in dem, was man hier wirklich macht. Es kann auch sein, dass dieser jemand aus dem Ausland stammt. Na, also es kann wirklich sein, ich kriege jetzt eine krasse Botschaft rein. Es kann sein, wenn du hier auf einer Reise bist, dann könntest du jemanden kennenlernen, du könntest dich verlieben. Aber es geht auch darum, dass du auch die Zügel in die Hand nimmst und hier in der Leichtigkeit bleibst. Auch wenn du hier Zweifel hast, auch wenn du hier so, dass immer mal etwas Emotionales hochkommt. Denk an deine Träume und Sehnsüchte. Ne, man kann nämlich hier etwas festmachen, etwas dingfest machen mit jemandem. Na? Und da führt das dann natürlich auch hin. So. Für die, die jetzt keine Reise machen, ist es die innere Reise und die Reise nach Liebe, die Reise nach den Träumen und Sehnsüchten. Aber solange man hier diese Zweifel nicht loslassen tut, kann das nicht kommen. Das soll ich dir jetzt auch nochmal sagen. So, das Ganze führt hier nochmal in eine Kommunikation. Das könnte ja auch ein Anruf sein, der auf dich zukommt. Es könnte dich so innerlich nervös und unruhig machen. Ja, aber du wirst Frieden damit machen. Ne? Du wirst das hier finden. Und du sollst auch die Stille in dir finden. Also, wenn jemand hier auf dich zukommt mit einer Kommunikation, wo dieser jemand etwas festmachen will, ja, oder wo vielleicht auch ein Anruf aus dem Ausland kommen könnte, eine Nachricht aus dem Ausland von jemandem von weiter weg. Ja, ich sehe hier eine ganz positive Aufregung bei dir. Du sollst hier wirklich gut zuhören. Ne? Es geht hier um Zweisamkeit. Vielleicht kommt auch jemand zu dir. Das kann ja hier auch sein, dass jemand hier zu dir kommt aus dem Ausland. Ich habe hier noch so die gewisse Unruhe mit drinne mit den Vögeln. Ne? Aber es geht darum, den Halt zu finden. Ja, und auch hier haben wir wieder den Brief. Es könnte ja ein Schriftstück bei dir ankommen in Form von einer E-Mail, in Form von einer SMS, in Form von Visitenkarte, Post, Telefonat, Vertrag. Ne? Vielleicht knüpfst du aber auch Kontakte, wenn du hier, wie gesagt, hier irgendwo umziehst oder unterwegs sein könntest. Ne? Also da kommt eine Kommunikation und das, ja, du, wie gesagt, du könntest dich hier wirklich verlieben. Und da führt das wirklich hin. Hier ist eine Kommunikation, die dir Halt geben wird, die Festigkeit dir geben wird. Und das kannst du entweder wirklich auf einer Reise finden, dass du dich hier wirklich verliebst, oder es geht wirklich darum, deinen Träumen und Sehnsüchten jetzt nachzuspüren und in die Handlung hier zu kommen, etwas dazu zu unternehmen, dass du hier vielleicht auch jemanden kennenlernen tust oder dass du hier, wenn du Single bist, dass du irgendwo hingehst, dass du rausgehst. Ja, du könntest hier jemanden kennenlernen. Vielleicht fährst du irgendwo hin und tust da Kontakte knüpfen, lernst jemanden kennen oder du ziehst um und lernst dort jemanden kennen oder du bewegst dich irgendwo hin. Du vielleicht auch diese innere Reise, ne, die man hier ganz einfach macht. Und ja, hier ist etwas, was wirklich dich stabil machen kann, ne, was dir Stabilität auch in der Kommunikation geben kann. Eine stabile Kommunikation kommt hier definitiv auf dich zu. Und du sollst dir wirklich Verantwortung auch
übernehmen, ne, über diese ganze Sache, ob es nun feste, etwas Festes dann draus wird oder nicht. Na? Ich sehe nämlich hier, aufgrund von Ängsten und Zweifeln lag das Ganze noch hier an dir, ja, auch etwas in eine Erfüllung dann hier reinzubringen. Und deswegen geht es hier darum, wirklich die Zügel in die Hand zu nehmen und auch mal, ne, wenn du hier vielleicht auch bereit bist, auch mal hier zu kommunizieren. Vielleicht, dass du auch mal anrufen tust, aber für die meisten habe ich hier so, dass hier jemand auf dich zukommen wird, ne? Genau, und dann geht es hier darum, hier ist eine starke Anziehungskraft, hier ist, du sollst hier in der Leichtigkeit bleiben und es wird eine ganz, ganz tolle Kommunikation und das wird hier auf jeden Fall in der nächsten Zeit für dich zutreffen. Ich werde jetzt nochmal die Zeitkarten nehmen und da werden wir mal fragen, wann das denn ungefähr hier eintrifft, wann das hier ungefähr ist. Bedenkt ihr bitte immer, das ist eine Allgemeinlegung, ne? Oh, an einem Montag. Ich habe hier einen Montag, die Nummer 2, das könnten auch 2 Tage sein. Tausche dich aus und lass dich beraten. Also hier ein Montag. Das kann an einem 2. sein, das kann in 2 Tagen sein. Ne? Also an irgendeinem Montag kann das, was hier liegt, für dich relevant sein. Und hier habe ich noch die 8. Es ist alles im Fluss, in 8 Tagen und 8 Wochen. Wow, sehr, sehr schön. Ja, was möchte dir dieser Mensch schon mal sagen, der da auf dich zukommt? Ach du liebe Güte. Der Mensch sagt dir, du bist meine Sonne, willst du meine Frau werden? Das ist ja mal krass. Also für die Männer kann das natürlich auch sein, dass die Frau sagt, willst du mein Mann werden? Ne? Du bist ja mein oberster Sonnenschein. Du bist der, der das Licht in mein Leben bringt. Genau, so mein Lieben, wow, das war doch eine tolle Botschaft und die musste jetzt wirklich mal raus, ne? So, ich hoffe, die Legung hat euch gefallen, hat euch hier weitergebracht. Wenn ihr das schon so ein bisschen spürt, dass das hier auf euch zukommt, dann lasst mir doch bitte auch gerne einen Kommentar da. Ich würde mich natürlich auch hier über so etwas freuen, über ein Like oder vielleicht auch über ein kostenloses Abo von euch. Meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag noch. Ciao!